Na. Es wird dunkel. Papi, bin fertig. Vater? Federico! Au. Serezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter. Sie hat einen Schock. Sie. Als sie sich wehrte, sie. Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Da ist eine Verschwörung im Gange. Giovannis Zelle oben im Palazzo della Signoria erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Die Wachen suchen also auch nach uns. So, gehen wir erstmal auf die Dächer, weil da haben wir relativ Ruhe. So, der Palazzo, das ist der Turm da hinten. Es ist dunkel und die Stimmung ist beklemmend. Wir werden gesucht. Oh. Uiuiuiuiuiuiuiui. War gar nicht knapp. Nö, nö. Da leuchtet's. Da müssen wir hin. Hier wollte ich eigentlich nicht unterwegs sein. Hier sind überall Arschlöcher. Komische Kleidung. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Ach, ihr kennt mich nicht. Alles gut. Scheiße. Ach stimmt, das hier ist ja auch noch ein Sperrgebiet. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Hier komme ich hoch. Habe ich noch nie gesehen. Ach, so seltsam bin ich gar nicht. Bin im Dschungel aufgewachsen. Hey, Laju! Guter Versuch! Komm, weg mit dir. Ach. Du hast ja nicht mal eine Waffe bei dir. Was bist denn du für eine Wache? Schwupps, nehmen wir noch den Aussichtspunkt mit, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt. Gut. Ich glaube sogar, man nimmt den Aussichtspunkt so oder so mit. Wenn die Sequenz hier durch ist. Ezio. Vater, was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind Sie bei Annetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. So viel zum Aussichtspunkt. Dann gehe ich halt nochmal hoch.
Tja, was ist nur los? Wie ich schon sagte, eine Verschwörung. Nur mit dem Ziel, Giovanni aus dem Weg zu räumen. Warum? Tja, für die, die Assassin's Creed noch nicht gespielt haben, werde ich es mal nicht spoilern. Yay! Und runter. Dann auf, nach Hause. Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Croce entfernen. Ach ja, ich liebe diese Redner. Aber ich finde es ja auch cool, dass du hier auch nachts wirklich reges Treiben hast. Ja, Entschuldigung, aus dem Weg. Entschuldigung. Giovannis Dokumente finden uns die Uberto Alberti überbringen. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Ja, und dafür nutzt du dieses wunderschöne Talent namens Adlerauge. Schön. Das Assassinengewand mit Schwert. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Gut. Ach ja, alles versiegelt. Scheiß aber auch. Traditore! Hey. Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Nö. Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? So, willst du auch? Komm her. Schmor in der Hölle! Verräter! Große Fresse, nichts dahinter. Stati attenti! Wegen eines Kleinen kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Glanz. Kommt ruhig her. Zack! Na? Ja, die guten alten Konterangriffe, die sind nämlich perfekt. Sind immer wunderschöne One-Hit-Kills. Hey! So, moin! Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie.
Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Du linke Sau. Ich weiß ganz genau, dass das nicht so sein wird. Du mit deiner düsteren Gestalt da im Hintergrund. Was für ein Mann. Sil, da ist noch ein Aussichtspunkt. Muss ich mitnehmen. Ist das nicht verboten? Ja, verboten ist viel. Interessiert es mich, ob es verboten ist? Nö. Na, hier geht's hoch. Aussicht genießen. Und Sprung. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahin. Unglaublich. Bitte. Oh, Servus. Ha, ihr könnt euch eh nicht wehren, ihr habt keine Waffen. Ihr Idioten. Oh, eine Kiste. Wenn sie schon mal so frei da rumliegt. Dann mal auf zur Piazza. Ach, die Steuerung. Die haben sie Gott sei Dank in den Teilen danach deutlich verbessert. Gibt's nämlich echt viele Punkte, wo man sagt, Alter, spring nach links und er springt nach rechts und dann fünfmal im Dreieck. Ups, das wollte ich auch nicht. Meine Fresse. Spenden werden jederzeit außer Sonntags direkt am Priorat entgegengenommen. Zu. Der Verhandlung von Petruccio, Giovanni und Federico beiwohnen. Ein Hinweis an alle fremden Händler in den Mauern unserer ruhmreichen Republik. Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben, die von den großen Gilden ausgeführt werden. Und da stehen sie am Galgen. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Große, dicke, mächtige Wachen. Aber Tete... Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Okay. Weg hier. Oh, das war knapp. Da haben die mich echt noch mit den Steinen getroffen, ey. Uhuhu. Warum bist du nicht gleich in den Wagen gesprungen? Tschüss! Scheiße. Weg hier. Jetzt aber. Der letzte, der noch steht.
Erinnerung synchronisiert, Sequenz 1 beendet. Das war jetzt also quasi das erste Kapitel. Flink gewachen. Okay, so schnell konnte ich nicht lesen. Republik Florenz. 1476. Ich habe einen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Ich habe gerade andere Sorgen. Servetio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. So. Warnung, neuer Status gesucht. Die Wachen sind in höchster Bereitschaft. Aber das ist nicht schlimm, weil dagegen können wir... Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon was gegen tun können. Und unser Haus ist natürlich komplett umstellt von Wachen. Vor allem auf dem Dach. Ich glaube, noch kann man nichts dagegen tun. Weil man kann seinen Gesuchtstatus auch aufheben, indem man Gesuchtposter abreißt, Redner besticht und ja, all sowas. Hey, Wachen. Ich bin gar nicht da. Das Blöde ist halt, ich habe auch kein Schwert mehr. Meine Kleidung ist doch nicht eigenartig. Das ist total in Mode. Ach, warum braucht er denn so lange, da hochzuklettern? Och. Weg, 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 weg. Weg, weg. Dort ist er! Packt ihn! Na, super. Mein Freund, komm her. Na komm. Ja, weiter so. Das kann man doch auch abblocken. Bin nur gerade zu schlecht. Nee, gut. Funktioniert nicht so, wie ich will. Dann weg. Bravo, bravo. Schneller, verdammt. Er kommt. Da. Kann ich schon rein? Nee, natürlich muss ich erst anonym werden. Aua. Renn doch. Diese Steuerung manchmal. Ah, beruhig dich, Daniel. Alles gut. Wir kriegen das schon hin, irgendwie. Kann ich mich gerade irgendwo verstecken? Da. Da, 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 da. Was ist das? Okay, das war's. Okay. Easy. Muss nur vorsichtig sein. Einfach nicht entdecken lassen. Ich scheiß jetzt mal auf die Aussichtsplattform da. Ist nicht die letzte Chance, die zu holen. Gott sei Dank. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Wer würde denn eine Bankersfamilie in einem Bordell suchen? Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne warum. Danke für die netten Worte, Madonna.
Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Da sage ich doch nicht nein. Die Methoden der Kurtisanen lernen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Tauchen Sie in einer Gruppe unter. Du kannst immer gerne mit mir üben. Paola folgen. Nun erlernen wir die Kunst, in Menschenmengen unterzutauchen, damit wir nicht von den Wachen entdeckt werden. Tada! Ganz easy. Wenn sie dabei uns wenigstens noch irgendwas erzählen würde. Bestimmt der Handlanger eines Adligen. Was heißt denn hier Handlanger? Du lachst. Ich werde dein Tod sein, wenn du nicht aufpasst. Komm, Paola. Komm. Schön Abstand halten. Oder da lang. Hauptsache, die sehen mich nicht. Da lang? Okay, dann gehen wir da lang. Du bestimmst den Weg. Meine Prüfung habe ich ja wohl bestanden. Würde ich mal behaupten. Oder? Ich bin eins mit der Masse. Schwimme mit dem Strom. Ah, guck mal, war doch erfolgreich. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Hey. Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Was ist dein Problem, Alter? Ja, ich hab geklaut, na und? Achtsam, ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. 5 verschiedene Personen bestehlen. Gut. Die halten jetzt alle Abstand von mir. Ich bin schon lange weg. Ey, ich brauche noch wen. Kann hier mal noch jemand kommen? Ei. Easy.
Okay. Damit haben wir die... Richtig. Die Grundfähigkeiten der Kurtisanen erlernt. So. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Offensichtlich. Leonardo und seine Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Werde ich jetzt ablehnen. Und alle sind schockiert. Wie jetzt? Nee, ganz einfach. Wir haben es mitten in der Nacht und ich bin für heute mit meinen Aufnahmen durch. Deswegen machen wir das dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.